So, wir sind wieder zurück. Erstmal die Zeit schneller stellen. Incoming Transmission. Na, da will doch gleich einer was. Ach, guck, der Vesegi Commonwealth möchte einen Defensivpakt haben. Mit dir will ich keinen. Das lehnen wir ab. Das lehnen wir ab. Du passt uns nicht in Kram. So, das Konstruktionsschiff sollte hier die Forschungsstation bauen. Genau. Construction complete. Das Konstruktionsschiff ist dort fertig. Dann besorgst du uns hier. Was ist das? Die sind harmlos. Fliegst dort in den Orbit ein und baust da eine Energiestation. Die Schiffe fliegen zur Reparatur. Das kostet auch wieder. So, und das andere Forschungsschiff ist da. Im Biff-System. Ich würde mal sagen, wir gehen auf den Schiffsdesigner und geben dem neuen Forscher oder den Forschungsschiffen neue Schilde und die neuen Panzerungen. Hier können wir nichts. Speichern das ab. Und du kannst gleich die Flotte verbessern. Steht natürlich jetzt in der Reparaturreihenfolge darunter, aber das ist mir jetzt auch egal. Ships upgraded. Ups. Vermisst, genau. Und sich seine Grenzen ausgedehnt haben, ist der auch weg. Sauber. Der geht mir echt jetzt schon auf den Sack. Der geht mir echt jetzt schon auf den Sack hier. Okay. Oh, die Kaschalis ist schon fertig. Was machen wir mit dir? Könnten wir uns hier unten noch ausdehnen, indem wir hier unten noch einen Wurmlochgenerator bauen? Ja, Barnock, flieg hier schon mal hin. Dort werden wir einen Wurmlochgenerator bauen. Ich überlege gerade, dass wir auch noch einen Außenposten bauen. Aber wo? Aber wo? Hier haben wir 8 Energie im Duvex-System. Aber rundherum ist halt nichts. Das ist dann ein bisschen blöd. Hier unten. Ah, hier sind noch die feindlichen Schiffe. Hier hätten wir natürlich 8 Ingenieursforschung und 3 Sozialforschung. Und wir könnten hier noch bei dem primitiven Stamm eine Forschungsstation errichten. Aber der hier wird vollends abkotzen, wenn wir da einen Außenposten errichten. Kann uns aber eigentlich egal sein, oder? Wir sind mit den Menschen, haben wir einen Defensivpakt. Das hört sich nach einem Plan an. Im Biram-System Außenposten. Oder halt im Coil. Ne, Biram ist glaube ich besser, dann kriegen wir den vielleicht noch rein. Ja, hört sich nach einem Plan an. Special Project complete. So, Archolith-Projekt abgeschlossen. Wir haben auf Scholl 4 in dem Krater, in dem sich einst die Cyrex-Basis befand, Trümmer eines großen Schiffs gefunden, das nicht zu ihnen gehörte. Unsere Archäologen vermuten, dass an dem Schiff von einer der organisierten, organischen Zivilisationen stammt, die von den Cyrex angegriffen wurden. Falls das zutrifft, könnte sich das Schiff absichtlich auf die Basis gestürzt haben. Für die Zerstörung der Basis wurde nämlich keine andere Erklärung gefunden.
interessanter Fund. So, du bist im Schollsystem fertig und dann gehst du jetzt nach Quam. Dort gibt es die Cyrex-Forschungsstation. Flieg dorthin. Brios-Sektor. Achso, du wolltest hier Energie holen. Ich erinnere mich. Bau da die Bergbaustation. Construction complete. Da haben wir einen Arbeitslosen. Und du bist hier fertig geworden. Gofia. Oh, ein Planet nur. Hervorragend. Da gehst du hin und baust da eine Bergbaustation. Und dann fließt du hier runter und baust da einen Wurmlochgenerator. So sieht das aus. Jetzt schauen wir mal über die Planeten. Der ist mittlerweile auch fertig. Das heißt, du bekommst ein einfaches Forschungslabor dorthin gesetzt. Hier können wir nichts bauen. Müssen wir irgendwann mal abreißen. Das vor allem hier ist Betarian. Hier können wir Betarian-Kraftwerk bauen. Ich weiß nicht, ob wir das schon erforscht haben. Und der Vogel ist eher arbeitslos. Aber wir können den Treibsandbasen noch nicht abbauen. Da haben wir auch kein Geld für. Und das Monument, das Betarian-Kraftwerk. Bräuchten wir 60 für. Wie viel haben wir? Hätten wir nächste Runde zusammen. Ich glaube, das investieren wir noch. Wir brauchen eh mehr Einigkeit. Da sind wir mau unterwegs mit nur plus 18 pro Monat. So, komm schon. Research complete. Jetzt wandert er ab. Kann nicht wahr sein. So, Treibsandbasen fertig geworden. Vulkane abbauen. Militärakademie. Ist auch eine feine Sache. Ich glaube, die sollten wir bauen. Oder die Vulkane haben wir. Großvulkane. Da haben wir einen. Ja, dann ist die Sache klar. Dann bauen wir Unterhaltarmee auch minus 10% als Modifikator. 9 Monate nur. Ist doch geschenkt. So, du wartest auf den Wurmlochgenerator da unten. Die Flotte ist repariert. Momentan eine Stärke von 946. Gut, gut. Nun gut, Knut. Ah, die Menschen. So, Handelsabkommen abgelaufen. Und zwar Forschungsabkommen mit den Wasegi Commonwealth. Ja, habe ich nichts bei. Den handeln wir auch nicht mehr. Was haben wir jetzt? Die Wahl läuft. 1.10.2230. Glosch ist momentan mit 71. Unser Kanzler und steht auch gar nicht drauf, leitet Sozialforschung, doch da ist er, 6% nur. Kommandiert die ISS Ilisch. Der darf es nicht unbedingt werden. Aber was ist das hier? Fraktionsunterstützung. Der Verwalter von Schlorf. Was ist das? Stimmenanteil 10%. Ja. Wollen wir jemanden unterstützen?
verwaltet Schlorf und hier ist regiert Schlorf. Befreier des Volks und Expansionist. Ja, ich glaube, den wollen wir auch behalten, ne? Mit 50 Einfluss können wir den unterstützen. Wo ist er? 12% Stimmenanteil. Können wir den nochmal unterstützen? Hat er das jetzt gemacht? Oh ja, jetzt haben wir... Ach, da stand es ja. Unterstützt. Ja, das reicht. Wir haben ja eh genug Einfluss. Construction complete. So. Bau von Bergbaustation abgeschlossen dort. Dann solltest du... Was solltest du denn machen? Gute Frage, nächste Frage. Das Konstruktionsschiff. Was solltest du denn machen? Da ist noch Energie. Da kannst du noch eine Bergbaustation bauen. Energie geht momentan vor. Hier können wir gleich... Research complete. Hier ist ein Forschungsschiff. Achso, das ist das. Okay. So, das Plasmatriebwerk ist fertig geworden. So, neuer Schiffstyp Zerstörer. Baugeschwindigkeit. Massebeschleuniger sind elektromagnetische Projektilwerfer. Nein. Das brauchen wir jetzt. Gut. Wir können mal kurz beim Schiffsdesigner reingucken. Nachbrenner. Nee, wo waren das? Da. Triebwerke 3. Geht sogar. Speichern wir ab. Oh, der hat auch noch die 1er. Ohohoho. Der richtig teuer und die alten Reaktoren, da geht nichts anderes mit. Die neuen Schilde kriegen wir dafür nicht rein. Wir sind jetzt bei 0. So. Dann können wir auch das Konstruktionsschiff minus. Aber wir haben hier noch die alten Reaktoren. Ein neuer rein. Zwei neue rein und hier vielleicht den Nachbrenner noch. Reicht nicht. Weg, weg. Einen alten Reaktor da wieder rein. Ja. Speichern. Das Kolonieschiff. Ja. Komm, warum nicht? Die sind ja jetzt auch schon weiter unterwegs. Fusionsreaktor. Ja, passt. Speichern. Das Forschungsschiff. Minus 2. Da haben wir nichts Neues. Gut. Ein neuer Reaktor. Speichern. Das Transportschiff. Das hat noch gar nichts. Haben wir auch bisher noch nicht gebraucht. Hier kommt die Panzerung rein. Nachbrenner? Nein. Deflektoren? M bestimmt nicht, ne? Doch, geht. Speichern. So, sind wir hiermit durch. Halt, der wartet. Hätte ich eigentlich da hochfliegen können und das... Ja, machen wir jetzt auch. Komm, erkunde das System, bevor du gar nichts machst. Bevor du gar nichts machst, machst du das.
Construction complete. Schlorf ist alles fertiggestellt. So, zwei Tage, nee, ein Monat und zwei Tage noch bis zur Wahl. Construction complete. Debux 2 ist alles abgeschlossen. So, Forschungsschiff im Biff. Dann könntest du eigentlich die Flotte verbessern. Wenn du schon mal hier bist. Ships upgraded. Schon fertig. War der jetzt auf dem Weg da hoch? Nein, das war ja anders, ne? Der fliegt da. Das Forschungsschiff ist hier fertig geworden. Da ist er noch am Forschen. Und dann kannst du hier runter. Alles aufgewertet. Situation log updated. Oh, ich kann dich doch gar nicht auch nochmal abwehren. 119 machen wir sofort. So. Herrscher gewählt. Kanzler Gosch wird zum nächsten Wahl herrschen. Ist das der alte? Ja, wir haben so einen aktuellen Herrscher Gosch wieder gewählt. Nicht schlecht. Ist ja auch erst 71. Gut. Sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Mit unseren Expansionsgelüsten. Ships upgraded. Flotte verbessert. Und wir haben schon wieder null Energie. Wir müssen gleich mal Gouverneur Getmar. Construction complete. So, im Gofia-Sektor. Ein bisschen Energie wieder dazu gewonnen. Sonst können wir das Konstruktionsschiff jetzt auch mal zur Aufwertung schicken, ne? Ja, erstmal. Alles erstmal aufwerten. Das Forschungsschiff hier. Ah, das hatte ich aufgewertet, ja. System Survey complete. Da oben ist der fertig geworden. Im Betzner-System. Dann fließt du jetzt auch zur Aufwertung und dann darunter. Ist ja nicht sehr lukrativ da. Oh, der kalte Fusionsreaktor ist fertig. Disruptor. Disruptor ist eine Laserwaffe, ne? Wurmloch-Kalibrierungsmatrix. Wächterpunktverteidigung. Für größere Kampfschiffe. Haben wir ja noch nicht. Ist das oder ist das nicht? Plus 200% Schildbeschädigung. Hier hat er natürlich seinen Schwerpunkt, ne? Reichweite Wurmloch plus 50%. Ui, doch, dann nehmen wir doch das. Können wir doch viel weiter springen. Mensch. So. Jetzt können wir doch bei dem Kampfschiff, bei der Korvette, die richtigen Schilde nehmen. Haben minus 5. Das macht aber nichts, weil wir jetzt noch einen kalten Fusionsreaktor hier reinpacken und dann wieder bei 0 sind. Ja, passt. Können wir uns auch eine Aufrüstung leisten? 132 machen wir auch gleich. Und dann sollten wir auf eine neue Station sparen. So, Militärakademie. Sollten wir auch gleich mal schauen, wo die bauen können. DNA-Mapping. Nein, da bin ich hinterher. Planetare Hauptstadt und Produktionsziele. Was brachte das nochmal? Ein Erlass zur Erhöhung der Mineralien. Ja,
Machen wir. Das sieht gut aus. So, aber damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag, macht es gut und ciao, ciao.